So, herzlich willkommen zu unserem ersten Motovlog heute. Yes! Hey, Maria, nochmal eine kleine Abendrunde entspannt. Schon in den 19:30. Die Sonne ist noch schön da. Etwas kalt ist es aber. Ja, es ist ziemlich kalt. Egal. Bisschen fahren geht immer noch. Ich habe mich einfach zu dick angezogen, ich kann mich kaum bewegen. Naja, ich habe zwei Unterhemden an und winddichte Jacke und Pulli und alles, ey. Ja, ich auch. Doppelt gemoppelt. Zwiebelprinzip. Ja. So. Ja, also wir dachten uns, wir fangen auch mal mit Motorblocks an und gucken einfach, wie das so ankommt bei euch. Wir haben uns schon ein bisschen was überlegt, auch sowas mit vielleicht sogar eventuell ein Hund. Langsamer fahren, nicht so laut. Oh, armer Hund. Okay. Der war süß. Ein Schnauzer. Ja. Das will ich vielleicht auch einfach mal mit ins Training mitnehmen. Das finde ich auch ziemlich interessant. Vielleicht habt ihr darauf auch Bock. Ja, so ein Stuntsport ein bisschen filmen, vielleicht tutorialmäßig mal oder ein bisschen einfach generell so einen Tag am Spot mitnehmen. Ja, genau. Mal ein bisschen so wie die Tutorial. Genau. Aber erstmal wollten wir eine Vorstellungsrunde machen, oder? Ja, du musst was erzählen. So was in der Art, würde ich sagen, ne? So. Ein bisschen was über Leinart. Alter! Ja, also ich bin Viktor. Bist wahrscheinlich die meisten. Fahre heute auf meiner 450er, Baujahr 2015. Genau, auch umgebaut auf Supermoto, so ein bisschen auf Stunt. Auf Stunt, genau, mit Letter Break, Stuntrahmen, ganz pipapo. Ja, also ich bin die Maria. Kennen wahrscheinlich auch schon die meisten. Oder ja, auch unter Mari. Ich wollte gerade sagen, die meisten kennen wahrscheinlich unter Mari, weil es bei Instagram Namen ist. Ja, also Mariam ist mein richtiger Name und Mari ist halt einfach ein Spitzname. Aber ja. Ich habe dich noch nie Mari genannt. Nicht ein einziges Mal in den 400 Jahren. Noch nie. Naja, ich höre auch auf Mari. Also ihr könnt mich auch mit Mari ansprechen. Mariam, Marianne. Miriam, Miriam. Alles schon gehabt. Alles schon gehabt, ja. Hauptsache was mit M. Hauptsache was mit M. Genau. Und ich fahre hier auf meiner Husqvarna 350 FE. Auch ein bisschen umgebaut auf Stunt. Jetzt nicht mit Stuntrahmen, so wie bei Viktor. Schatz, das ist eine Vorfahrt 8, ne? Also ein bisschen. Guck mal hier. Hier sind wir halt ein alter Spot. Allererster Spot, den wir hatten. Immer die Kreuzung hier. Kennen bestimmt einige noch vom Billard oder aus den Videos. Videos. Wann waren wir hier vor? Drei Jahre schon bestimmt. Nee. Hier habe ich Zirkeln gelernt. Ja. Genau hier an dem Punkt. Ja, genau. Und wisst ihr was? Ich stand dann da immer. Bis abends spät im Dunkeln, alles ist kälte und musste ihn immer filmen, weil. Ich muss ja sehen, meine Fortschritte und ob ich das richtig mache. Ja, ob genau. Ich ändern könnte. Und weißt du, dann kennt ihr das ja auch, ne? Da macht man 1000 Zirkel, also immer hoch und gleich wieder runter. Und ich stehe die ganze Zeit und filme das. So, und dann, nochmal. Und dann ist ja, wollen wir denn nicht jetzt mal los oder so? Nee. Üben, weitermachen. Ich will noch eine Runde schaffen und dann stand ich da die ganze Zeit und hab da. Hab Victor da gefilmt. Wir wollen uns hier auch aufs Maul gelegt haben. Wo du in mich reingefahren bist da drüben. Ja, oder wo ich mein Wheelie-Fail hatte, als David da war. Wo du dir einen Schienbeinkopf zertrümmert hast. Ja, das war da. Das war hier ungefähr. Viele Geschichten hier. Mein erster No-Hander, der eine halbe Sekunde gereicht hat. Danach hatte ich Vollgas gegeben. Und dann lag ich auch. Naja. Ja, alte Geschichten hier. Das war. Können wir mal weiterfahren. Ja, Thema Leinhardt, würde ich einfach mal sagen. Also, wann haben wir mit dem Ganzen gestartet? Also, Leinhardt gegründet haben Kumpel und ich 2014 irgendwann. Mehr so als Joke irgendwie von wegen, ja, wir haben ja eine GoPro, lass doch mal einfach irgendwas filmen, mal bei YouTube hochladen und dann war es, ja gut, welchen Namen nehmen wir denn jetzt? Und dann haben wir auf Leinhardt, weil sein Zockername war Leinhardt. Und dann haben wir gedacht. Alle schon witzig, oder? Ja, eigentlich Leinhardt, dann haben wir gedacht, okay, wir sind zu zweit, nehmen wir uns Leinhardt. So, wir haben irgendwann so ein Logo mal rausgesucht. Und dann hat sich halt alles so ein bisschen aufgebaut. Ne? Dann kamen immer die ersten Leute aus der Crew, sag ich mal, dazu, die ersten.
besten Freunde sozusagen, ne? War ja ein großer Freund, oder ist er jetzt immer noch ein großer Freundeskreis? Ja, genau. Aber du warst ja auch nicht von Anfang an dabei. Du kennst ja irgendwann, wann haben wir uns kennengelernt? Wir anfangen Mitte 2015 haben wir uns kennengelernt. Genau, Mitte 2015, da sind wir zusammen Hamburger Motorradteile gefahren. Nee, Hamburger Motorrad, Gottesdienst. Gottesdienst, Mogo, genau. Genau. Ja, mit Patrick und so noch. Genau, richtig geil. Mit meiner Beta und dann sind wir zu zweit gefahren, weil Victor's... Ich hatte mein Really Fail, hatte kaputtes Handgelenk und noch kein Führerschein für meine große Karre. Also muss ich meine Beta fahren. Genau. Also er hat meine Beta gefahren und ich hinten drauf. Genau. Und ja. Und dann, danach sind wir halt dann, haben wir geradeaus. Ja, oder? Ja, ne? Ja. Und danach sind wir halt immer öfter zusammen gefahren und ich bin halt immer mehr in den Freundeskreis reingekommen. Und ja. Dann warst du immer dabei. Dann war ich immer dabei. Ja. Ja, und jetzt? Wie viele Leute sind wir? Knapp 30 Leute in der Crew. Ja, richtig. Alles aufgeteilt mit Enduro, Supermoto-Strecke, so ein bisschen Stuntfahren, Partynurstraße fahren. Also ziemlich coole Truppe eigentlich. Ja, und alle befreundet und alle verrückt und durchgeknallt. Ja. Das ist so geil. Das Coole ist halt mit der Gruppe, ist halt, man fährt immer zusammen, wir machen Urlaube zusammen. Wo waren wir? Letztes Jahr waren wir in Schweden. Ja. Fast alle Mann. Richtig geiler Roadtrip. Davor das Jahr waren wir auch in Schweden, auch wieder das Dehnungshund. Ja. Und wo sind wir noch überall? Wir waren mit Philipp, waren wir letztes Jahr in Kroatien. Ja, ich glaube, ich würde hier links fahren. Hier links? Ja, genau, Kroatien, Rumänien, Enduro fahren. Rumänien waren wir vor 2 Jahren? Ja, ungefähr, ich glaube ja. Mit 2 Jahren, ja. Rumänien, Italien waren wir schon mehrmals, auch mit Emsen und Co. Ja. Also geil, richtig geil. Ja, immer schön unterwegs. Ich liebe das auch immer mit den Leuten einfach, das ist so witzig. Das ist einfach cool, mit Motorradfahren, das verbindet einfach irgendwie. Und dann, wenn du überall mal fährst und wir haben alle, die Motorrad fahren, wissen wir, worüber wir reden. Es ist einfach geil, Urlaub zu fahren. Ja, ich muss jetzt ein Video machen. Okay, und das war ja wohl nix. So schön bergauf. Der einzige Berg, der weiß. Zum Beispiel Rumänien waren wir Enduro fahren und da sind wir nicht mit den Karren hier gefahren, haben die auf Enduro wieder umgebaut, sondern... Nein, warte mal, ich glaube, ich bin sogar noch mit der gefahren. Stimmt, du hast die andere erst danach geholt, ne? Ja. Okay, Mariam ist schon mit der gefahren, hat sie jetzt aber doch noch eine zweite 350 geholt, damit sie jetzt nicht mehr umbauen muss, sondern... Aber das war so ein bisschen immer. Ich bin halt Rennen mitgefahren, halt die OAS-Rennen. Und da war es immer so, ein Wochenende Stunt, ein Wochenende Enduro. Und immer umbauen. Und immer umbauen. Also kompletten Satz, kompletten... Die Straße ist ganz schön schräg. Oh mein Gott. Das war richtig gut, oder? Ja, das war geil. Naja, da muss ich halt immer... Ich muss noch einen Hintenfilm. Ich habe meinen Reifen gestern so runtergedriftet, da ist links, ist ja so weit unten, jetzt setzt sie nur noch mal links, der Reifen, ey. Ja, ist ja fast so schlimm wie bei mir, weil mir fällt es halt sehr in der Mitte abgefahren und nach links und rechts fällt er dann einfach. Ja, bei mir ist halt einfach nur links komplett runter. Ja. Egal. Naja, auf jeden Fall musste ich dann immer umbauen, komplettes Dekor umbauen, Left and Break umbauen. Und irgendwann wurde mir das einfach zu viel. Dann habe ich einfach die 350er, erster Baujahr 2014, einfach nochmal genau die gleiche geholt. Und jetzt habe ich halt eine Enduro und eine Supermoto. Und das ist total geil, weil wenn jetzt mal hier Teile kaputt gehen, kann ich einfach 1:1 austauschen. Das ist so geil. Das ist richtig entspannt. Zum Beispiel waren wir vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir dann in Schweden, ja. Genau. Und da ist bei dieser hier die Wasserpumpe kaputt gegangen. Oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich habe dann einfach, und die Teile kamen nicht rechtzeitig an. Und dann habe ich einfach von der Enduro, wie andersrum, ich habe dann die Enduro wieder komplett auf Supermoto umgebaut und konnte dann so mitfahren. Richtig geil. Oh, es ist so kalt. Meine Finger. Bei mir war es ein bisschen anders, habe ich dann doch dafür entschieden. Ich hatte zuerst meine 350er als Enduro.
bin doch eigentlich nur in Duo gefahren damals. Dann haben wir angefangen auf Stolle so ein bisschen Willy fahren und so was. Ja, gemacht. Ohne Bremse, ne? Ja, gut. Ja, das ist auch noch so eine Storytime hier. Der junge Mann hier, als ich ihn kennengelernt habe, konnte keine Wheelies mit Bremse. Also der hatte das noch nicht. Ich konnte Wheelies auch ohne Bremse. Ja, aber ohne Bremse halt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht machen. Und da hatte ich damals Hagen, hatte mir beim Mieter halt das mit der Bremse beigebracht, mit der Beta. Und danach war es einfach so viel einfacher. Die Wheelies waren so ruhig und Kippung und alles richtig easy. Naja, und dann habe ich Patrick und Viktor das mit der Bremse beigebracht und jetzt, seitdem. Seitdem war ich auch mit der Bremse, ja. Ja, hast du es auf der Bremse, ja. Ja, auf jeden Fall hatte die 350er, hatte dann Sumo-Reifen und dann musste die 350er Motorrevision. Habe ich damals weggegeben zum Mechaniker, das hat ein Weilchen länger gedauert, sagen wir es mal so. Ja, konnte es nicht mehr erwarten, wieder zu fahren und hatte dann vielleicht auch ein zweites Bike haben wollte, mir die 450er geholt, um die dann auch umzubauen, nur auf Supermoto, damit ich mehr und mehr bauen muss. Und dann hatte ich halt die ganze Zeit nur eine Supermoto und keine Enduro und hab dann nur gestuntet die ganze Zeit, konnte nichts anderes machen, wollte ja nicht auf Enduro fahren. Ja, das war auch die Zeit, wo Viktor dann Zirkel gehört. Genau, da war ich halt nur noch auf Stunten und die ganze Zeit üben, trainieren. Erst so bin ich überhaupt in dieses Stunt-Ding, sag ich mal, reingekommen. So. Ja, und dann bist du nur gestuntet. Und dann bin ich eigentlich erst zum Stunten gekommen, richtig. Vorher habe ich halt immer Videos geübt und so weiter. Aber dann, weil ich dann damals einfach mal bei ihnen mitgefahren bin und das hat mir so viel Spaß gemacht, also dass wir zusammen stunten konnten. Naja, und dann habe ich halt auch mehr angefangen. Dann haben wir irgendwann die Left-Hand-Brake. Die Sumo-Reifen kam und... Halt alles Stück für Stück, ne? Ja, Stück für Stück. Und so bin ich dann auch langsam in diese Stunt-Szene halt reingekommen. Früher halt nur Enduro gefahren, wirklich jeden Tag. Von morgens bis abends war ich irgendwie mit Kumpels unterwegs. Oder ist der Hund wieder? Ja. Oh. Ja, ich würde mal sagen, das war so erstmal als kleine Einleitung. Bisschen mal über uns, bisschen über Leinhardt, wie das Ganze entstanden ist. Könnt ihr mal sonst in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn man so eine Vlog-Reihe mal fortsetzt. Das könnt ihr mal reinschreiben, wer aus der Gruppe mit wem mal Vlogs machen soll. Vielleicht mal wie Henry aus der uns mitfährt oder mal Daniel und Emsel oder sowas. Da kann ja jeder mal Was sagen. Oder Ideen oder Themen. Genau. Ideen-Themen oder Fragen, die wir euch beantworten können. Oder wenn wir zum Beispiel welche Video-Tutorials oder welche Trainingssachen oder zeigen sollen, einfach in die Kommentare schreiben. Würde ich sagen, oder? Ja, macht man das so, oder? Ja, keine Ahnung. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir fahren mal Richtung nach Hause langsam. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Es gibt gleich richtig geile Crunchwraps. Wer es kennt, weiß, wie geil das ist. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und... Hi. Ja. Und ja. Bis dann halt, ne? Bis dann halt. Ja, keine Ahnung. Tschüssi. Tschüssi.